Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit Disco Elysium. Wir stehen in der Kirche und haben den ersten Teilbereich hier untersucht. Wir waren gerade hier dabei, bei der Zentraleinheit, und wir haben noch nicht auf Print gedrückt. Das Passwort kennen wir leider nicht, aber wir schauen mal, ob hier was rauskommt, wenn wir Print drücken. Nö, nichts geschieht. Na gut, dann habe ich diese Folge falsch gestartet. Mit Spannungsaufbau. Was passiert bei Print? Nichts passiert bei Print. Wir schauen uns das Fenster an. Da passiert bestimmt was. Beziehungsweise, da können wir bestimmt was sehen. In weißem, silbernem und aprikosenfarbenem Buntglas ragt die junge Mutter des Humanismus vor dir empor. Ein Riss durchläuft ihren Körper. Sie ist unfassbar groß und ihr trauriges, ovales Gesicht strahlt eine dunkle Erhabenheit aus. In ihren Armen hält sie ein paar leuchtende Lungen, die deutlich unter ihrem fließenden Kleid zu erkennen sind. Du solltest niederknien. Okay, da sind die Lungen. Wir sind ja durchaus spirituell, ne? Wir knien nieder, würde ich sagen. Bams. Deine Knie berühren den Boden. Die Dielen sind hart und kalt. Du kniest inmitten der Schneewehen und diffuses Licht scheint von hinter dem Glas auf deine Hände. Nach oben gehen oder nach oben sehen oder die Augen schließen. Ich würde mal die Augen schließen. Die Welt ist still. Nur das Knarren und das Knacken der massiven Holzkonstruktion hinter dir ist zu hören. Sie schützt dich vor dem Wind, der draußen weht. Der Ozean scheint weit entfernt. Ebbe und Flut werden von dem jahrhundertealten Sarkophag aus Kiefernholz um dich herum abgeschirmt. Du öffnest die Augen. Du kniest vor der Frau, sie blickt auf dich herab. Sie ragt zwischen ihrer Gefolgschaft empor, Architekten, Laien, Höflinge. Sie hat ein trauriges Lächeln auf den Lippen und in ihrem grün-blauen Auge ist ein Funkeln zu erkennen. Doch was bedeutet es? Mitgefühl? Reue? Trauer, Mitgefühl, Reue haben wir als Möglichkeit oder es ist unerträglich zu leben. Nein, wir würden sagen, was würden wir uns denn wünschen? Dass sie Mitgefühl hat mit uns, ne? Oder? Als dir dieses sanfte Wort durch den Kopf geht, zeichnet der Lieutenant ein x-förmiges Kreuz von Schulter zu Schulter. Du tust es ihm gleich, als du aufstehst. Deine Fingerspitzen berühren deine Brust viermal, dann erhebst du dich von deinen Knien in das aprikosenfarbene Licht des Kirchenfensters. Über dir zeigt die Frau noch immer ihr kühles Lächeln, gespalten durch den Riss im Glas. Okay, wir können eine Probe auf Enzyklopädie machen. 42% natürlich, visuelles Kalkül, nur 28 zum Rekonstruieren. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Wir fragen erstmal, wer ist das, Kim? Das ist Dolores Day, erklärt er mit gedämpfter Stimme. Die alte Frau hatte recht. Dies ist die Doloresianische Kirche der Menschlichkeit von Martinez oder die kleine Kiefernholzkirche, wie sie auch gelegentlich bezeichnet wird. Hatten Sie schon von ihr gehört? Sie ist nur ein kleiner Punkt auf der Landkarte und die meisten Karten platzieren ihn falsch. Er senkt seine Stimme. Diese Kirche wurde kurz nach der Gründung Reverend Scholz vor etwa 300 Jahren von der ersten Siedlergeneration errichtet. Was wissen Sie noch darüber? Es gab an der Küste früher 7 Stabkirchen. Sie werden als Les Sept Sœurs bezeichnet, die 7 Schwestern. Davon verbleibt nur noch eine. Der Rest wurde während der Revolution niedergebrannt oder als Baumaterial ausgeschlachtet. Wir sollten respektvoll vorgehen, auch wenn das Gebäude verlassen scheint. Ich glaube kaum, dass wir hier etwas finden werden, das mit dem Lynchmord in Verbindung steht. Aber vielleicht etwas anderes. Er richtet den Blick auf die herumliegenden Gerätschaften. Vielleicht ist die Enzyklopädie jetzt besser? Nein. Okay, Enzyklopädie und visuelles Kalkül. Wir drehen uns mal kurz um. Ich schaue mal kurz auf unsere Klamotten. Denn ich glaube, wir haben gerade die Logikbrille auf. Wir hätten hier visuelles Kalkül auf jeden Fall schon mal. Enzyklopädie kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen wieder mit Klamotten. Aber in diesem Spiel ist alles möglich. Deswegen schauen wir nochmal. Also auf jeden Fall das schon mal. Konzept, Innenleben, Error. Diese blöden Errors ist doof. Und +2 Enzyklopädie mit der Brille.
Was ist denn mit dieser Hose? Warum ist das denn ein Error? Wenn ich die jetzt anziehe, die Hose, ne? Bringt die uns denn irgendwas? Error. Moralistenhose ist Error. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann ziehen wir doch die Elektrochemie oder die Gewandheitsdingsterbumster an. Ne, das ist minus 1 Gewandheit. Okay, ziehen wir die Jeans wieder an. Wenn die andere Hose nur Error bringt. Oder, wisst ihr was? Wir können die gewöhnlichen schwarzen Jeans anziehen. Die bringen keinen Minus, sondern ein Plus auf Beherrschung und Elektrochemie haben wir ja genug. Okay, dann würde ich als erstes mal die Enzyklopädie-Geschichte probieren mit dieser Nickelbrille. Weil das sollte dann 72%. Wir haben die größten Schuldreihen gelesen. Ja, vielleicht sollten wir uns noch ein paar Bücher besorgen, damit wir irgendwann vielleicht mal, also vielleicht lernen wir da noch ein bisschen was. Aber gut, das visuelle Kalkül ist auch wiederholbar. Okay, machen wir erstmal das hier. Woher wusste ich, dass das die Mutter des Humanismus ist? Oh Mann, ey, wir haben eine 2 gewürfelt. Was ist hier los, ey? Das ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das mit Selbstmitleid und Bedauern befleckt ist. Aus irgendeinem Grund, der sich deinem Verstand nicht erschließt, hast du beim Blick in ihre zärtlichen Augen das Gefühl, bereit zum Ertrinken zu sein. Ja, Moral verloren. Du weißt nur, dass dies die junge Mutter der Menschheit ist und dass du gehen solltest. Tu etwas anderes, flieh vor ihrem traurigen, sorgenvollen Blick. Okay, wir müssten das jetzt erhöhen, die Enzyklopädie. 71% und eine 2 gewürfelt. Na gut, vielleicht schaffen wir es bei einem anderen. Visuelles Kalkül, 42%. Jetzt mit der neuen Brille probieren wir das auch. Hey! Eine 8. Okay, das hat funktioniert. Wir erforschen, warum dieses Glas zerbrochen ist. Vor dir nimmt ein Puzzle aus zerbrochenen Scherben Gestalt an. Eine geisterhafte Rekonstruktion des Kirchenfensters. Bevor es zerbrach, war darauf eine ältere Frau unter einer jüngeren zu erkennen. Unter ihnen beiden stand ein Text geschrieben, ein Leitmotiv. Was hat dieses Mosaik zerschlagen? Unbekannt. Na super. Ein Motorwagen, ein Schuss, jemand, der hineingefallen ist oder vielleicht einfach nur ein paar Randalierer auf der Suche nach etwas Zerstörbarem. Okay, wer ist diese ältere Frau? Diese hier. Auf dem Wappen ihres Throns steht Irène la Navigatrice. Sie wird als ältere Frau dargestellt, die eine dicke Brille trägt und in einer Hand einen goldenen Reichsapfel hält, in der anderen ein Zepter. Das ist die Königin, die von der schuldreinen Day beraten wurde. Darüber ist diese zu sehen. Nee, darüber ist diese selbst ganz zu sehen. Kleine Figuren weiser Männer, gewöhnlicher Bürger und gläubiger Verehrer steigen die Treppe hinauf, um ihr zu Füßen zu stehen. Die Mitglieder ihres Geheimdienstes, die Terriers, stehen in einer Reihe und bewachen sie. Es muss viele Jahre gedauert haben, dieses Werk mit all seinen Details fertigzustellen. Das Motto, wie lautet es? Unter den beiden Frauen steht in gebrochener Schrift Après la vie, mort, après la mort, la vie de nouveau. Nach dem Leben der Tod, das wird wahrscheinlich hier gleich mal... Und links daneben, Après le monde, le gris, après le gris, le monde, de nouveau. Da stand früher nach dem, also es steht glaube ich hier, nach dem Leben der Tod, nach dem Tod das neue Leben. Und, das weiß ich nicht so genau, Gris ist glaube ich Krieg. Nach dem Frieden der Krieg, nach dem Krieg der neue Frieden, vielleicht sowas. Aber Mond, weiß ich nicht genau. Okay, hier stand früher nach dem Leben der Tod, nach dem Tod neues Leben, ergänzt er. Nach der Welt das Grau, oh nee, Gris ist nicht Krieg. Das ist Grau. Nach der Welt das Grau, nach dem Grau eine neue Welt. Diese Art von Verherrlichung ist im doloresianischen Sakralismus üblich. In den Anfangsjahren der BMA wurden diese Worte sogar als Leitspruch verwendet, jetzt allerdings nicht mehr. Warum nicht?
Es wurde als unterwürfig betrachtet, ein Motto zu verwenden, das so stark mit der Moral intern in Verbindung steht. Wir wurden ohnehin schon als Stiefellecker abgestempelt. Der Spruch galt außerdem als zu feminin, eine reine Macho-Nummer. Okay, was ist jetzt das Motto der BMR? Gerechtigkeit, Einigkeit, Besonnenheit und Kraft. Finde ich gut. Lässt die ganzen in Gottesfurcht erstarren. Ja, das wäre was für uns, ne? Mir gefällt das andere Motto besser, würde auch gehen. Aber gut, dann sind wir jetzt wieder hier. Das ist eigentlich das. Na gut, okay, komm. Und eine Moral verloren. Verdammt nochmal, man darf das echt nicht nehmen. Sie sind brutal und dumm, sagt Kim. Seine Stimme ist eiskalt. Okay, wir treten einen Schritt zurück. Wir werden uns nochmal eine Ladung von diesem Moralzeug reinpfeifen, damit wir zumindest da zwei Punkte haben, und wir drehen uns um. Also, wir verlieren schon ordentlich Punkte dadurch, dass wir hier den Deppen spielen. Aber gut, so ist die Aufgabe. Schauen wir uns weiter um in der Kirche, hier unten zum Beispiel. Schnitzereien. Diese groteske Holzfigur sieht halb fertig aus. Irgendwelche Köpfe da reingeschnitzt. Hier geht's nicht weiter. Ich habe übrigens gesehen, also das ist schon ein bisschen her, vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt, aber wir haben ja einen epischen Erfolg in diesem Spiel. Und zwar einen All-Time-Low mit Kim. Also Kim hasst uns so sehr, wie nur bei 2% aller Spieler. Wir hören was. Die Stille in diesem Teil der Kirche lässt sich beinahe mit Händen greifen. All die sich verlagernde Materie und das Durcheinander der Lebewesen sind verschwunden. Jenseits der Kirche scheint nichts mehr zu existieren. Vielleicht wären sogar deine Schritte vollkommen geräuschlos, wenn du nur am richtigen Ort stündest. Moment mal, ich glaube, ich höre noch was. Und dann sind die Geräusche plötzlich verschwunden. Fast vollständig, bis auf ein kaum noch wahrnehmbares Summen. Du kannst kaum deine eigene Atmung hören. Wir können stampfen oder so laut schreien, wie wir können. Ich würde sagen, wir schreien mal. Deine Stimme ist kaum zu vernehmen. Dir entfährt kein Schrei, sondern nur ein Wimmern, wie es sanfter kaum vorstellbar ist. Oh, das wird uns zur Weißglut treiben, glaube ich. Es ist unheimlich, sagt das Zwielicht. Okay, stampfen wir nochmal mit den Füßen und klatschen in die Hände. Du erzeugst ein paar gedämpfte Stampfgeräusche, nach denen sich die Stille irgendwie noch absoluter anfühlt. Wir drehen uns zu Kim. Was geht hier vor sich? Der Lieutenant zeigt auf seine Ohren und schüttelt den Kopf. Dann beugt er sich weiter zu dir vor. Hören Sie irgendwas? Fast nichts. Und das beginnt mir Sorgen zu machen. Die Kirche verfügt einfach über eine seltsame Akustik. Das muss irgendein baulicher Trick sein. Egal was es ist auf jeden Fall real. Um uns herum geschieht etwas Seltsames. Der Lieutenant antwortet nicht, aber du spürst, dass er sich neben dir verkrampft. Wir sehen hinauf in den Glockenturm. Kurz lassen sich die gleichmäßigen Reihen der Deckenpaneele ansatzweise erkennen. Dann verschwinden sie vollkommen in der Dunkelheit des Turmes, der sich über dir erhebt. Wir versuchen etwas zu erkennen. Wahrnehmung sehen. Wir haben eigentlich 5, kann aber nicht wiederholt werden. Was, wenn ich gar nicht wissen will, was da oben ist? Doch, ich möchte es natürlich wissen, aber ich würde gerne mir erstmal eine neue Brille aufsetzen vielleicht. So, rollenspielmäßig können wir jetzt nicht jedes Mal, wenn wir was proben, eine Brille aufsetzen. Komm, wir probieren das. 58%. Hey, schon wieder. Eine 7 gewürfelt, Probe erfolgreich, irgendwas sehen wir scheinbar. Na? Es wirkt, als bewege sich dort oben etwas. Ein Schatten ist aus dem Turm aufgetaucht und bewegt sich durch all die anderen Schatten hindurch auf dich zu. An der Decke? Ja, die Dunkelheit lässt die Decke unendlich weit entfernt wirken. Es klettert hinab und hält sich an den Balken fest.
Wir verfolgen die Bewegungen des Schattens. Es ist jetzt nicht mehr nur ein Schatten. Immer deutlicher erkennst du, was sich dir von oben nähert. Die Umrisse eines Tieres. Officer, ist da oben etwas? Der Lieutenant blickt deinem Blick, folgt deinem Blick und versucht zu sehen, was du siehst. Oh nein, du hast es aus den Augen verloren. Wo ist es hin? Mach dich auf einen Angriff gefasst, sagt das Zwielicht. Okay, wir können nur blinzeln. Alles wird schwarz. Da ist er. Du siehst etwas von den Dachsparren hängen, das dich mit dunklen Augen anstarrt. Tiago heißt es. Vielleicht kann man mit ihm reden. Okay, strange Geräusche hier. Und irgendwas ist gerade hier in der Aufnahme kaputt gegangen, kurz an diesem spannenden Moment. Ja, gleich mal, da muss ich mal kurz checken, liebe Leute. So, ja, da gab es einen kleinen Hakler. Den werdet ihr überleben. Die Frage ist, ob wir diesen Typen hier überleben. Ich schaue mich erstmal nochmal weiter um hier einmal kurz. Die Schale ist mit Wasser gefüllt. Ein stromführendes Kabel führt direkt hinein. Fungieren diese Kabel vielleicht als Kontaktmikrofone? Okay, hätten wir noch ein Kontaktmikro. So wie Achille. Ja, aber jetzt hier außen rum zu laufen, wenn der Typ hier hängt, macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Komm, wir reden mit ihm. Tiago, ist das ein Mensch? Ein Mensch, der aus demselben Zeug gemacht ist wie die Holzarbeiten im Gebäude? Er studiert dich sorgfältig. Der Krabbenmann. Hier ist die Polizei. Zeigen Sie sich. Der Mann lehnt sich leicht nach vorne, starrt dich mit undurchdringlichem Blick an und beginnt dann zu sprechen. Der ständige Alkoholkonsum hat dich in eine ängstliche Pussy verwandelt, Amigo. Aber keine Sorge, alles wird gut. Du bist hier genau am richtigen Ort. Was will er denn von mir? Was machen Sie hier? Ich bin hier, um die Liebe der Mutter zu erfahren. Und du kannst das ebenfalls, Amigo. Wenn du bereit bist, wird sie dir die Hand reichen und dich aus der Verzweiflung ziehen, die auf dem Grund der Flasche auf dich wartet. Der Lieutenant flüstert dir leise zu. Dieser Mann nimmt offensichtlich regelmäßig Narkotika zu sich. Müssen wir ihn wirklich befragen? Hey, wie war das noch gleich mit der Flasche? Du hast in letzter Zeit gar nicht so viel getrunken. Er soll sich doch nicht so anstellen, meine Güte. Genau, das wollen wir ihm mal sagen. Ich habe hier wohl ein kleines Problem. Nee. Nein, verdammt, du rennst davon. Nee, wir sagen jetzt, ich bin Polizist, ich muss mit Ihnen über Polizeiangelegenheiten sprechen. Von Alkoholkonsum weiß ich nichts. Och, sicher. Sein Blick bleibt fest auf dich gerichtet. Von Alkoholkonsum weißt du nichts. Du hast alles unter Kontrolle, Way. Ich kann die Kontrolle bis hierhin riechen. Etwas Weißes ist da, was mich verfolgt. Dieses Gespräch ist mir irgendwie unangenehm. Mir geht es bestens, danke. Wir bleiben kurz, knapp und ohne Zugabe, dass wir Probleme haben. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, zuzugeben, dass du ein Problem hast. Ich war früher einmal wie du. Ich war nicht in der Lage, ehrlich in mein Herz zu blicken und mein eigenes Leiden zu sehen. Wissen Sie, wo wir schon einmal hier sind? Vielleicht sollten Sie sich anhören, was der Deckenkletterer zu sagen hat. Kim. Zieh dir diese Spinne rein. Was soll der Scheiß? Sagt die Elektrochemie. Genau. Ich glaube, dass sie nicht ganz Unrecht haben. Nein. Das ist eigentlich was für uns. Zentraler Bestandteil meiner Identität wäre auch nicht schlecht. Das ist Blödsinn. Unbesetzte. Nee, wir quatschen ihn erstmal voll hier. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Irgendein Vollspinner unter einem Dach? Was soll der Scheiß denn? Es ist unwichtig, wer ich bin, Way. Ich überbringe dir nur die Botschaft der Mutterliebe. Sie möchte nicht, dass du an deiner eigenen Sturheit scheiterst. Seine Worte hallen in der kalten Kirchenluft wieder. Dies ist die Kirche der Mutter der Stille. Du bist hier willkommen. Er wippte sachte auf dem Gebälk und wartet darauf, dass du alles verarbeitest. Sie müssen der Krabbenmann sein.
Ich wusste gar nicht, dass ich eine Krabbe bin, aber wenn das dein Name für mich ist, dann werde ich dich nicht davon abhalten, ihn zu verwenden. Tut mir leid, sie haben sich einfach nicht sehr menschlich bewegt. Um ehrlich zu sein, wäre eine Spinne passender, würde ich mal sagen. Er überlegt kurz. Ich habe mich selbst immer eher als eine Flamme gesehen. Eine Flamme, die gelegentlich zwischen Sparren und Balken auflodert. Er hält inne. Vielleicht muss ich an meiner Technik arbeiten. Was waren Sie, bevor Sie zum Krabbenmann wurden? Ich war in einer Gang, Way. Warum sagst du immer Way? Doch meine Erinnerungen an diese Zeit schwinden. Das meiste habe ich bereits vergessen. Können den Kopf schütteln. So viele Leute verlieren ihr Gedächtnis. Ein ziemlich böses Omen. Wir geben nichts von uns preis, richtig? Aber ein böses Omen finde ich auch nicht schlecht. Wir sind ja spirituell auch. So viele Leute verlieren ihr Gedächtnis. Ein ziemlich böses Omen. Das stimmt nicht, Desse. Dein Gedächtnis zu verlieren ist das Beste, was dir passieren konnte. Erinnern Sie sich an Ihren Namen? Dein Lieutenant interessiert diese Information nicht wirklich. Er versucht bloß ein wenig Kontrolle über das Gespräch zu gewinnen, sagt die Autorität. Mein Name ist Thiago, aber diese Anreihung von Lauten bedeutet mir nicht mehr viel. Ein Name ist nicht nur eine Identität, sondern auch dein Platz unter deinen Weggefährten, dein Platz in der Welt. Ich habe für so einen Platz keine Verwendung mehr. Mein Name ist Harry. Streck seine Hand zum Gruß aus. Raphael Ambrosius Costeau, können wir wieder sagen. Harry Dubois, doppeltgefräter Lieutenant. Ich bin auch kein Fan von Namen. Ich glaube, dass, also entweder machen wir den Raphael Ambrosius Costeau jetzt hier wieder. Oder wir sagen ihm, Namen ist mir scheißegal. Ja, komm, hier. Ich bin auch kein Fan von Namen. Namen sind out. Meiner ist mir sowas von egal. Das stimmt zwar nicht ganz, aber du bist auf der richtigen Fährte. Er lächelt geheimnisvoll. Jeder von uns hätte etwas anderes sein können. Wir sind alle eins und besingen die Herrlichkeit der Mutter. Na gut, was machen Sie hier? Dies ist ein besonderer Ort. Dort oben ist ein Loch in der Welt, ein Weg hinaus ins Nichts. Mit einem Nicken deutet er auf die Decke. Diese Kirche wurde zur Verehrung rund um das Loch errichtet. Ich umkreise es und ernähre mich von der Stille, die mir die Mutter beschert. Schon bald werde ich rein genug sein, um direkt davon zu trinken. Meine Herren, Lodia, ist aber... Na gut. Was wird geschehen, wenn Sie aus dem Loch in der Welt trinken? Ich werde eingeäschert, aber nicht zerstört. Ich werde endlich eins sein mit dem Zustand der Welt vor dem Beginn jeglicher Realität. Alles klar, diese Mutter der Stille, ist sie das? Du zeigst auf das Fenster. Nein. Die Stadt hat eine neue Göttin. Und sie lässt sich weder malen noch gestalten. Sie hat keine Gliedmaßen und kein Gesicht. Sie ist das Ende. Sie ist ein Hohlraum in der Dunkelheit, jenseits aller Sinne. Sie hat mich gerettet, aber ich bin nicht in der Lage, sie zu beschreiben. Niemand kann das und niemand wird es je können, Amigo. Seine Bewunderung geht über das Sexuelle hinaus. Dieser Hohlraum ist etwas, über das kein Mensch verfügt. Könnten Sie nach Drogen fragen? Ich finde es eine gute Idee. Sind Sie sicher, dass Sie nicht einfach eine Droge gegen eine andere ausgetauscht haben? Damit hat es überhaupt nichts zu tun, Mann. Es ist nichts als Glaube und freudiges Dienen. Glaube ist ebenfalls eine Droge. Einigen wir uns darauf, uns uneinig zu sein? Komm, Glaube ist auch eine Droge. Das habe ich schon oft gehört, Way. Er schüttelt den Kopf. Ich weiß, dass ich dich nicht hier und jetzt überzeugen kann, aber denk einfach mal darüber nach. Wenn du das letzte Mal mit einem Kater wegen zu viel stiller Kommunion aufgewacht bist und die letzte Nacht bereut hast. Okay. Ich glaube, die Liebe ist meine Lieblingsdroge und ich habe immer noch Kopfschmerzen davon. Sie hat dir ganz schön den Kopf verdreht, was? Er sieht dich mit ernster Miene an. Keine Sorge, Bruder, diese Liebe ist nur ein kleiner Tropfen verglichen mit dem Meer der Mutterliebe. Die Mutter wird dich vollständig verzehren und nie wieder ausspucken. Wir können einfach von was anderem reden oder sagen, du hast irgendwie
nicht ganz unrecht oder wir sind uneins. Die Liebe, was machen wir denn? Wir sind nicht einer Meinung, würde ich sagen. Weil wir mit unserem Alkoholkonsum, also das ist wirklich, ist doch alles das Gleiche. Wir haben ja auch kein Problem. Einigen wir uns darauf, uns uneinig zu sein. Ich weiß, dass es dafür Zeit braucht. Immer mit der Ruhe. Okay, ich verstehe immer noch nicht, was Sie in dieser Kirche machen. Ich bin ein Seraph, Amigo. Ich besinge die Herrlichkeit der Mutter. Sie sollten mir, das müssen wir schon sagen, ich lese gar nicht weiter, Sie sollten mir, dem Superstar-Bullen, etwas vorsingen. Du zeigst mit beiden Daumen auf dich selbst. Ich bin kein Marietti-Künstler, falls du das denkst. Und das Lied, das ich singe, ist still wie die Mutter selbst. Da hat er für einen Augenblick die Fassung verloren. Du scheinst einen Nerv getroffen zu haben, sagt unsere Beherrschung. Oh, okay. Na gut. Wie haben Sie diesen Ort, diese Kirche überhaupt gefunden? Schwer zu sagen. Ich glaube, ich war hier an Bauarbeiten beteiligt. Damals, als ich noch materielle Sorgen hatte. Dort oben wurde mir dann bewusst, was die wahre Bestimmung dieser Kirche ist. Seitdem habe ich dort viel Zeit verbracht. Die Vergangenheit bedeutet mir nun nichts mehr, Way. Sie war nicht für mich gemacht. Okay, dann hätte ich mal noch weitere Fragen. Die sehnige Gestalt verweilt auf dem Holzgebälk und verschmilzt mit dem Schatten, die sich umgeben. Sind Sie schon lange hier? Wissen Sie, warum die Kirche verlassen wurde? Eine Polizeirazzia vor einiger Zeit, antwortet er mit ungewöhnlich flacher Stimme. Konnten Sie das Geschehen verfolgen? Eigentlich nicht. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr genau daran. Die Mutterliebe hat ihre Wirkung entfacht. Das ist das Großartige an der Mutter. Sie lässt dich alles vergessen. Na super. Sollen wir ihm das schon erzählen mit den Ravern hier? Ich frage erstmal, ob er weiß, wo die andere Schauergestalt ist und wir deuten auf diese seltsamen Maschinen. Die andere Schauergestalt? Oh, die Viejita muy estudiosa? Er lacht. Weiß nicht, Amigo. Okay, Moment mal. Es lebt also tatsächlich noch eine Person in der Kirche und es ist eine Viejita? Nein, ich nenne sie bloß Viejita wegen ihrer Kleidung. Sie ist sogar ziemlich jung. Er kratzt sich am Kopf. Oder vielleicht doch nicht so jung. Das Alter ist ohnehin bloß eine von vielen Masken, die wir tragen. Und Sie wissen nicht, wo sie ist? Das waren meine Worte, Amigo. Wie können Sie das denn nicht wissen, wenn Sie doch beide hier leben? Ich verfolge Ihr Tun und Treiben nicht so genau. Ich sehe nur, wie sie ab und zu auf ihrem Computer herumtippt. Wir haben unterschiedliche Interessen. Sie haben ja also nichts weiter zu erzählen, wie sie aussieht, was sie hier macht, wer sie ist. Leider nicht, Esse. Du wirst warten müssen, bis sie zurückkommt oder er zuckt mit den Schultern. Oder du durchsuchst ihren Funkcomputer, sagt unser Reaktionsvermögen. Das haben wir aber eigentlich schon gemacht. Sie haben nicht zufällig mitgehört, als diese Viejita da, das spreche ich mit Sicherheit falsch aus, aber egal, ihrem Funkcomputer das Passwort gesagt hat, oder? Nur allzu oft, Esse. Brauchst du es für etwas? Sagen Sie mir einfach das Passwort, du trittst näher. Ja, ich würde sagen, das passt zu uns. Ganz locker, Fato. Das Passwort lautet nach dem Leben der Tod. Was soll man davon nur halten? Wenn ich das höre, könnte ich fast Mitleid mit La Nihilista Pequeña bekommen. Okay. Dann würde ich sagen, alles klar, beziehungsweise, na, das mit den Ravern können wir auch noch machen. Warte mal. Aber wir sagen erstmal, das war's dann wohl, Lissé. Die Gestalt kriecht zurück in die Dunkelheit. Nein! Das war ein wirklich interessantes Gespräch. Allerdings bin ich mir immer noch nicht sicher, wie das für unsere Ermittlungen relevant sein soll. Ist er jetzt weg, verdammt? Verdammt nochmal! Da hätte ich ja schön noch die letzte Frage stellen können. Ich wollte nur kurz mal abspeichern. Was ist hier denn? Wir können noch was mitnehmen. So ein Ärger. Jetzt habe ich ihm gar nichts von den Ravern erzählt. Ist die Frage, ob das wichtig ist oder nicht, aber trotzdem. Und wir finden einen Seidenschal für meskische Gangmitglieder. Plus 1 Schmerzgrenze. Nehmen wir auf jeden Fall.
Liebe Leute, wir machen weiter beim nächsten Mal. Und jetzt habe ich nur, weil ich die Folge beenden wollte, tatsächlich hier einen Fehler gemacht, indem ich nicht zu Ende mit ihm geredet habe. Er ist verschwunden. Hoffen wir mal, dass er irgendwo wieder auftaucht. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.